Liebe Zuschauer, es ist der Sommer der Ersatzwahrheiten. Unglaubliche 162.000 Migranten stellten bis Juni diesen Jahres einen Erstantrag auf Asyl in Deutschland. Das sind 77,5% mehr als im Vorjahreszeitraum. Laut CDU-Innenexperte Trumm muss bis Jahresende mit bis zu 400.000 Anträgen gerechnet werden. Das entspräche einer Stadt in der Größenordnung von Bochum. Statt den eklatanten Kontrollverlust zu benennen und zu begrenzen, werden uns Ablenkungsnebelkerzen entgegengeworfen. Brände in Griechenland, Hitzeschutzpläne und entlaufene Wildschweinlöwen sollten uns mehr interessieren als der drohende Zusammenbruch unseres Landes. CDU, CSU blinken kurz mal zaghaft nach rechts, immerhin sind im Oktober Landtagswahlen in Hessen und Bayern, bleiben jedoch, wenn es drauf ankommt, als größte Oppositionspartei stumm und lassen die Dinge geschehen. Nein, befördern sie sogar. Beispielhaft hierfür ist der aus Protest gegen die linksgrüne Politik gewählte Berliner Neubürgermeister Kai Wegner. Von den anfänglichen Wahlversprechen ist nichts mehr übrig. Dafür biederte sich Wegner auf dem Christopher Street Day am letzten Wochenende mit Regenbogen-Klebetattoo und dem Eintreten für noch unbegrenztere Toleranz an die hemmungslose Gay-Community an, das einem schlecht werden konnte. Während am Berliner Schlachtensee und im Görlitzer Park Gruppen vergewaltigt wird, Freibäder unter immer neuen Gewalteskalationen schließen und in Niedersachsen ein Syrer wegen der Planung eines Terroranschlags festgenommen wurde, arbeitet sich die Politik weiter an der eh schon ramponierten Mittelschicht ab. Ob die Streichung der Witwenrente, des Elterngelds für Besserverdiener oder des Ehegattensplittings, dieser Staat hat keine Hemmung mehr, dem deutschen Volk jede nur denkbare Zumutung aufzuerlegen und ihm gleichzeitig alles nehmen zu wollen, was noch an Vermögen oder Leistungsfähigkeit übrig ist. Die Suche nach Zweitwohnsitzen und Auswanderungsoptionen im Ausland boomt. Wie die Flucht von Beschäftigten in Bürgergeld in Kombination mit Schwarzarbeit, weil sich der Versuch, ein ehrliches Auskommen aus eigener Kraft zu erwirtschaften, immer weniger lohnt. Während die Urlauber an der Nordsee sich bei 14 Grad und Nieselregen fragen, was es mit einer Klimakatastrophe auf sich haben soll, für die Deutschland verarmt und um die sich der Rest der Welt kaum schert, meldet der IWF, dass Deutschland wirtschaftlich noch weiter als prognostiziert zurückfällt. Minus 0,3% sieht das Wirtschaftswachstum nun für 2023 vor. Und das bei durchschnittlich plus 0,9% im Rest der Eurozone. Sollte uns das nicht zu denken geben? Die Ampelpolitik offenbart in diesem Sommer einen Abwärtstrend für unser Land, den Bürger, Mittelstand und Industrie, den wir nicht weiter hinnehmen dürfen. Die Politik schreit Fachkräftemangel, dabei sitzen bei 69.000 unbesetzten Ausbildungsstellen 568.000 junge Menschen zu Hause auf den Sofas. Die Politik will mehr Einwanderung und schafft es noch nicht einmal, für die bereits Angekommenen Wohnraum bereitzustellen. Und das unter konkreter Benachteiligung der deutschen Bevölkerung. Wie kann es zum Beispiel sein, dass in einer Stadt wie Tübingen, und das ist kein Einzelfall, seit 2015 sämtliche neu geschaffenen Sozialwohnungen ausschließlich mit Migranten belegt sind? Was ist mit dem Bedarf der eigenen Bevölkerung? Während in Deutschland 2,2 Millionen Kinder konkret von Armut bedroht sind und eine mit E-Autos beladene brennende Fähre droht, das Wattenmeer zu verseuchen, nennt Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann die eskalierende Migrantengewalt in Schwimmbädern Einzelfälle und wird in Flensburg die Statue eines Frauenkörpers aufgrund ihres gebärfreudigen Beckens, an dem sich angeblich Studentinnen stören könnten, abgebaut und durch ein regenbogenfarbiges Fragezeichen ersetzt. Deutschland. Kein Sommermärchen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.